drei Rennen. Erstmal Tom Brecken vor Niklas Grenz durch in der zweiten Position. Fünfter Rang müsste dann Janik Jacobs sein. Oder hat er diese Position hergeben müssen? Ich meine, Jacobs da irgendwo zumindest in der Nähe gesehen zu haben. Ne, das liegen sogar noch zwei Positionen dazwischen. Zum einen mit der 498, das ist Maxim Dirigsch, der da ganz weit nach vorne geschossen ist in der Startphase. Und zum anderen mit der 431 auch noch Alex Vielenbach. Brecken, Grenz und Metz auf 1, 2 und 3. Beziehungsweise zwei. Hier sehen wir es eingeblendet. Genau da wollen wir sein. Zwischen Niklas Grenz und Tim Mika Metz. Und dahinter brennt das Feuer ebenso lichterloh. Mit Maxim Dirigsch, der vorbeigegangen ist an Florian Breitenbach. Und dann ist es tatsächlich wieder Janik Jacobs auf Position 6, der wieder vorgefahren ist. Schafft es Tim Mika Metz wieder vorbei zu kommen an dem davor fahrenden Niklas Grenz. Nein, erstmal nicht. Maxim Dirigsch setzt sich dann nämlich vorbei am Meister des Jahres 2021. Niklas Grenz jetzt also verfolgt von dem Belgier. Sehen, ob Maxim Dirigsch dann auch, das ist vom Brecken in der zweiten Position, da ist nämlich Niklas Grenz erstmal an dem bis dato Führenden vorbeigegangen, führt damit das Gesamtfeld jetzt erst einmal an und hat natürlich dann jetzt auch einen kleinen Puffer zwischen sich und Tim Mika Metz gebracht, dem Zweitplatzierten. Und braucht da keine direkte Attacke zu erwarten. Selbst wenn Tim Mika Metz dort an Tom Brecken vorbeigeht, erst dann würde er ja hinter dem Spitzenreiter, hinter Niklas Grenz sich wieder befinden. Das macht das ganze Leben für den 42 Competition Piloten ein wenig einfacher aktuell.
auch wenn Tom Brecken sicherlich das Ganze mit Argusaugen beobachten wird und versuchen wird, die Gesamtführung wieder zu übernehmen. Denn der weiß auch, von hinten folgt dann nämlich erstmal Timmy Gamet und Maxim Dirich. Das sind die beiden, die dann in der BMC, also in der belgischen Meisterschaft, um die Punkte kämpfen. Nehmen sich ja gegenseitig keine Punkte weg. Sowohl die deutschen Piloten, den belgischen und andersrum. Niklas Grenz auf 1. Setzt sich gemeinsam mit Tom Brecken jetzt ein bisschen ab, nachdem Maxim Dirich, der Belgier, vorbeigegangen ist an Tim Mika Metz. Metz, der als Tabellenführer hier nach Kerpen gereist ist. Spitze gesetzt hat. Niklas Grenz konnte den Belgier dort nicht halten. Auf diesen ersten Metern. 9 Minuten sind noch zu fahren. Was macht Maxim Dirich? Der wird mit Sicherheit jetzt auch alles daran setzen, dort irgendwie wieder vorbeizukommen. Yannick Jacobs in der 5. Position ist ja zuletzt vorbeigegangen. An Florian Breitenbach ist da direkt hinter Tim Mika Metz unterwegs. Hält sich da aber noch zurück. Wer kann hier das Rennen am Ende für sich entscheiden? Tom Brecken hat jetzt wieder diesen kleinen Puffer, der sich namentlich nennt Niklas Grenz in Richtung Maxim Dirich. Grenz weiß auch, hinter ihm befindet sich einer der BMC-Piloten. Sofort dann erst Tim Mika Metz folgt. Metz hat alle Hände voll zu tun. Gegen den hinterfahrenden Janik Jakob weiterhin seine Position zu verteidigen. Und auch Florian Breitenbach von Nice Racing ist noch nicht am Ende seines Lateins. An der 6. Position. Sieht die Piloten ja auch vor sich. Und wenn sich da irgendwo eine Lücke auftut, dann wird er da noch reinstechen. So wie es jetzt Niklas Grenz wieder gegen Tom Brecken macht. Der dadurch auch die Führung erst einmal in der BMC beinahe hätte hergeben müssen. Dann aber noch mal gut gegangen. Für Tom Brecken, der ein absolut fantastisches Wochenende bis hierhin erwischt hat. Nächster Angriff, Tom Brecken, Ende, Start und Ziel gegen Niklas Grenz. Setzt sich da Maxim Dirich gleich mit durch? So wie es aussieht, erstmal nein. Dafür Yannick Jacobs jetzt in direkter Schlagdistanz. Tom Brecken wieder in der Führung. Es folgt Maxim Dirich, der jetzt in der 2. Position fährt, weil er vorbeigekommen ist an
Niklas Grenz, der jetzt nach hinten blicken wird und mit Tim Nikametz einen direkten Konkurrenten hinter sich hat, beziehungsweise dass jetzt Yannick Jacobs ist, der nämlich vorbeigegangen an Metz. Da kommt schon der erste Schulterblick von Niklas Grenz an der dritten Gesamtposition. Was macht Jacobs dahinter? Alex Vielenbach, der schnellste im Feld. Vielenbach an der lediglich 14. Position, fährt aber eine 44-0. Die beiden Belgier setzen sich vorne erstmal ab. Wechsel an der dritten Position. Da setzt sich Yannick Jacobs durch gegen Niklas Grenz. Übernimmt damit die RMC-Führung. Und damit jetzt der direkte Vierkampf zwischen Jacobs, Grenz, Metz und Breitenbach. Angriff Niklas Grenz gegen Yannick Jacobs. Hat er sich ein bisschen verschätzt. Eher Meter verloren als gewonnen. Und an der Spitze die beiden Belgier. Erstmal ein bisschen entflohen. Tom Brecken und Maxim Diric. Yannick Jacobs scheint jetzt auch ein bisschen sich freischwimmen können. Aber Niklas Grenz, der besteht mächtig unter Druck, wird jetzt überholt von Timika Metz. Damit auch da die zweite Position in der RMC verloren. Niklas Grenz, der zwischenzeitlich das Feld anführte, jetzt plötzlich nur noch an der gesamtfünften Position. Muss aufpassen, dass nicht auch noch Florian Breitenbach gleich den Weg dort irgendwie vorbei findet. Der Angriff wird kommen. Auch wenn Breitenbach genauso nach hinten gucken könnte oder müsste auf Matthias Oberhoff. Denn der ist ganz nah dran. Genauso wie aber jetzt Breitenbach an Grenz dran ist. Das Rennen noch 2 Minuten in etwa 5 Sekunden. Noch lang, bevor sie dann in die letzte Runde hineingehen werden. Tatsächlich ist Breitenbach jetzt vorbei an Niklas Grenz. Grenz, der über das gesamte Rennen das Tempo nicht ganz mitgehen konnte. Das sie dort vorne an der Spitze absolvieren. Angriff hinter Grenz. Was passiert da? Da ist Mats-Jørn Overhoff von Lukas Hartmann und von Fabian Bock überrumpelt worden. Jetzt an die 8. Gesamtposition vorgefahren, der amtierende Meister in der DD2-Klasse.
das hier das Duell um die Gesamtführung zwischen den beiden Belgiern, zwischen Tom Brecken und Maxim Dirksch. Werden da fein vorbeigelassen. Jetzt gibt es da gleich vielleicht den ersten Angriff, vorbeizukommen. Achtung, außen herum wird das schwer, da geht es nicht vorbei in der Leichhardt-Kurve. Das spielt natürlich jetzt auch alles Jannik Jakobs noch mal ein bisschen in die Karten. Es ist die letzte Runde, in der wir uns bewegen. Auf den letzten Metern versucht es Maxim Dirksch. Das ist die große Frage. Nein, er hält sich zurück. Weiß, dass da noch ein dritter Lauf kommt am heutigen Sonntag. Der Sieg für Tom Brecken. Dann Maxim Dirksch. Jannik Jakobs gewinnt die RMC Germany vor Tim Nikametz und Florian Breitenbach. Niklas Grenz vor Lukas Hartmann und Fabian Bock. Matthias Overhoff vor Alexander Scheiblecker auf 9 und 10. Unsere ersten 10 in diesem Rennen, Das sie hier absolviert haben. Die DD2 National Wertung wird ja übrigens auch nach der Mittagspause nochmal ins Lenkrad greifen dürfen. 15.09 Uhr die angesetzte Startzeit hier. Und wir machen gleich weiter, wenn wir hier das Gesamtresultat nochmal eingeblendet bekommen mit SP Motorsport und Ingo Schepers. Die beiden Belgier, Tom Brecken und Maxim Dirksch auf 1 und 2. Jannik Jakobs auf Rang Nummer 3 vor Tim Nikametz und Florian Breitenbach. 15.09 Uhr also, die angesetzte Startzeit für Rennen Nummer 3. Und in wenigen Minuten geht es dann auf der Strecke weiter mit den Junioren. Und zwar in der Cup-Klasse, die dann auf ihr Qualifying gehen werden. Die grüne Flagge wird schon geschwenkt. Heißt, es geht tatsächlich los. 5 Minuten jetzt.